So, schauen wir mal rein. Ein altes Video hier. Auch die Kurbel mal ab und zu. Ja, die Kurbel ist bei mir nämlich auch locker gewesen, ein ganz mieses. Ja, das Klappern ist immer so undefinierbar, ne? Man weiß nie so genau, wo kommt das jetzt her. Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht heute mal auf eine kleine Trail-Tour und irgendwie hast du ein E-Bike, hast du Freunde, habe ich so das Gefühl. Denn mit E-Bikern findet man irgendwie immer Leute zum Fahren, auch wenn das Wetter beschissen wird. Im Moment regnet es noch nicht, aber es soll gleich natürlich noch Regen kommen. Das ist natürlich wieder optimal. Ich nehme euch mit, Leute. Bis gleich auf den Trail. Da war ich mit dem Dean unterwegs und so. Der Dean hat auch neues E-Bike. Komm, jetzt noch den anderen Lenker dran und so. Den Lenker fahre ich jetzt übrigens am Torque. Aber da sind wir später so in Regen gekommen, ich weiß noch ganz genau. Und das war so der Horror für mich da auf dem Fokus, weil ich da konnte ich mit dem Fahrrad echt noch nicht umgehen. Ich bin übrigens heute noch eine Runde mit dem Focus gefahren, schnelle Hometrail-Runde abends noch, ein Stündchen. Und ja, mittlerweile hat man sich echt dran gewöhnt, ne? Aber ich bin Light-EMTB gefahren die letzten Wochen. Ich hatte ein Levo als Leihgabe, Specialized. Und ich muss ehrlich sagen, mein nächstes E-Bike, wenn das Focus aus dem Leasing raus ist, wird ein Light EMTB werden. Guck, da, ich konnte einfach keine Spur halten. Ich konnte einfach nicht fahren mit dem Fahrrad. Einfach in die Seite rein. Schön, schlammig. So ging es dann also auf die ersten Trailabfahrten. Ich bin übrigens hier mit dem Jens und dem Dean unterwegs. Beides hieß der Jungs, andere, die E-Bike fahren und ja, mich einfach netterweise mitgenommen haben auf ihre Home-Trail-Runde sozusagen. Und ich muss ja ehrlich sagen, nach dem letzten Sturz im Schnee habe ich es nicht mehr so sehr mit diesem Schieben des E-Bikes und habe mir da echt ein bisschen den Kopf gemacht. Wie geht's da euch? Habt ihr damit auch so einen Struggle? Und meine Challenge für den heutigen Tag war, erstens Steilabfahrten meistern, ohne dass ich über den Lenker gehe, und zweitens vielleicht den ein oder anderen Sprung mal wagen, denn wir fahren später zum Spot mit ein paar netten Tables. Da sah man auch die Trails wieder vor Laub, überhaupt einfach gar nicht. Da und wie vorbei. Ja, habt ihr, wenn ihr, ich weiß ja nicht, wer von euch alles E-Bike fährt und wie schwer eure E-Bikes sind, das Focus wiegt ja fast irgendwie 26 Kilo, glaube ich. Habt ihr damit so ein Problem? Also mittlerweile geht's besser, auch seitdem es Mullet ist bei mir, ich weiß nicht warum, aber bei Steilabfahrten schiebt das Gewicht vom E-Bike halt, ne? Und damit habe ich echt am Anfang krasse Probleme gehabt. Mir dann die Kommandos rein und dann funktioniert das auch meistens ganz gut. Oben kommen neue Jumpline am Koten. Ja, perfekt. Ja, ich weiß tatsächlich, dass das da gebuddelt wird. Da wird auch noch ein Video zu kommen, tatsächlich. Das war aber ein bisschen renovierungsbedürftig da, ne? Wurde echt lang nichts gemacht. Aber da hat ja jemand anders hat den Verein übernommen. Und die haben Kontakt mit uns aufgenommen, also mit dem Thomas und mir. Und da wird auf jeden Fall was kommen. Thank you.
wenn es trocken ist, ist es cool. Ist echt cool, wenn es trocken ist. Da müsste ich eigentlich nochmal hinfahren, sehe ich gerade so. Ich war jetzt auf Trails wann war das denn? Anfang der Woche. Die waren auch gut steil. Ja, das seht ihr im Video. Nach der ersten Abfahrt auf den Trails ging es dann los zum nächsten Berg. Und dort sollten wieder ein paar Trails warten, diesmal aber mit ein paar kleineren Drops, Sprüngen und die besagten Tables, die ich ja unbedingt springen wollte. Denn das E-Bag sollte ja so super stabil in der Luft sein und das war etwas, was ich unbedingt testen wollte. Boah, erster Drop gewagt. Alter Vater, ey. Alter, was sind das denn für Trails hier? Wurzel, Wurzel, Wurzel. Oh, hiermit haben wir aber nicht gerechnet. Dieser Trail da, das sind echt nur Wurzeln. Ja, Timo, halt mich gerne auf dem Laufenden. Echt gespannt. Die Abfahrt mit den nassen Wurzeln überlebt hat. Unsicher ich da auf dem Fahrrad fahre, ne? Da guck mal, wie ich soll den Anlieger fahre. Wie ist. Ah. So, in der ersten Runde rangetastet, dann nochmal hochgeschoben mit dem Walk-Modus des Bosch-Motors und dann die zweite Abfahrt und dann echt die Tables in die Landung reingesprungen. Schon besser, aber das hat echt lang gedauert mit dem Fokus. Als es dunkel wurde, haben wir uns dann entschieden, noch eine letzte Abfahrt zu machen. Ja, hier war vorbei mit Licht. Den Trail mag ich auch richtig gerne. Ist im Trocknen auch richtig schön. Boah, da habe ich auch mir einen abgerackert, ne? Scheiße. Alter, Alter, Scheiße. Ich komme nicht klar. Most technical. Eigentlich nicht. Thomas jetzt sagen. Genau, noch ein Drop. Ist trocken, ist auch schön. Alter. Jo. Das ist ein Jahr her, ey. Die Zeit vergeht echt immer so schnell, ne? Was haben wir denn noch für ein... Na, hier wurde es besser. Hier wurde es dann so langsam besser, als ich das erste Mal dann im Bikepark damit war. Da wurde das schon viel, viel besser. Und dann hier Flowtrail Stromberg war, dann hat es Klick gemacht bei mir mit dem Fokus. Und das war auch ein geiles Video hier. Mit dem Downhill-Bike-Test. Das hat richtig Bock gemacht.
Und dann ging es nach Saalbach schon. Da war schon Sommer. Das war einfach so geil da in Österreich, Leute. Also Saalbach war bisher auf jeden Fall mein Favorite Spot. Aber dieses Jahr will ich noch ein bisschen mehr sehen. Hast schon gebucht, Saalbach? Ja, wir werden jetzt Anfang des Jahres mal gucken, was man so macht, ne? Ich habe ja unnormal Bock auf Châtel, ne? Wo wir gerade jetzt. Ja, ich merke schon, der Stream nimmt jetzt seinen Lauf. Ende Juni.